Katastrophen im Märchenland Teil 3. Casting im Märchenland. Die Vögel singen. Die Sonne scheint auf meine alten, vergilbten Buchseiten und ich kann mich im Bücherregal mal so richtig ausstrecken. Das nenne ich mal Sommerferien. Im Märchenland scheint alles friedlich. Hänsel und Gretel spielen mit Rosenrot und Schneeweißchen Badminton und die Bremer Stadtmusikanten proben für ihr neues Bühnenprogramm. Sogar die böse Hexe und der Wolf sind zu einem einwöchigen Kochworkshop gefahren. Harmonischer könnte es nicht sein. Oh. Aua. Oh. Mein Magen. Oh. Ob die vierte Portion Pistazieneis mit Schokostreuseln wohl doch zu viel war? Und mir wird zwischen Kapitel 2 und 4 plötzlich ganz mulmig. Ich glaube, ich habe sogar Fieber. Märchenbuch, reiß dich zusammen. Nicht ohnmächtig werden. Janno, Dr. Flint, ich brauche dringend eure Hilfe. Mensch, Flinty, das ist mal eine rasante Phase ins Märchenland. Da scheint ja jemand besonders dringend unsere Hilfe zu benötigen. Meine goldene Kugel. Meine schöne goldene Kugel. Schau mal da, die Prinzessin am Brunnen. Na, das ging ja fix. Jetzt brauchen wir gar nicht weiter zu suchen. Der Fall ist ja schon so gut wie gelöst. Wir müssen nur noch den Froschkönig finden. Moment, urteile nicht zu schnell. Manche Dinge sind nicht so, wie sie auf dem ersten Blick scheinen. Was? Alles okay bei dir? Oder hast du heute Morgen zu heiß geduscht? Nein, ich bilde mich fort. Hier, sieh mal. Was hast du denn da für ein Buch? Der Detektiv-Check? Lektion 1. Hinterfrage alles. Schau hinter das Offensichtliche. Jetzt leg den dicken Schmöker zur Seite. Die arme Prinzessin weint ja immer noch. Guten Tag, ich bin Professor Dr. Flint, Arzt, Wissenschaftler, Psychologe, Therapeut und bald auch Detektiv. Hallo Prinzessin, ich bin Jano. Wir möchten dir gern helfen. Kannst du uns sagen, warum du so weinst? Ach, der Froschkönig, er hat mich einfach sitzen lassen und meine goldene Kugel hat er auch mitgenommen. Das ist ja merkwürdig. Habt ihr euch gestritten? Oder ist sonst irgendwas vorgefallen? Nein, wir streiten uns nie. Seit Jahren treffen wir uns jeden Montag hier am Brunnen. Und er holt mir meine goldene Kugel aus der Tiefe. Nur diese Woche ist er einfach nicht aufgetaucht. Genau, meine goldene Kugel ist auch verschwunden. Ich verstehe die Märchenwelt nicht mehr. Was liegt denn hier, rechts neben dem Brunnen? Ein Brief. Notiere unser Beweisstück Nummer 1. Eine Nachricht? Vielleicht von meinem königlichen Fröschlein? Liebe Prinzessin, es ist Zeit, an mich zu denken und meinen Traum zu leben. Deine goldene Kugel wird mein Startkapital. Ciao, dein Froschkönig PS warte nicht auf mich. Was? Ah, er hat mich die ganze Zeit nur ausgenutzt. Dieser knubbelige grüne Glibberhaufen. Niemand wird ihn je küssen. Nun was ist sie aber richtig sauer. Lektion 2 habe ich gewusst. Nie mit einer Prinzessin an. Ich habe es gewusst. Das kannst du dir gleich in deine schlaue Lektüre schreiben. Der soll mir nur zurückkommen. Ich mache Froschschenkel aus ihm. Seine Gesangskarriere kann er auch sowas von vergessen. Wer will schon so ein Glubschauge mit hässlichen Warzen auf der Bühne sehen? Vorsicht, Janno. In Deckung, der Blumentopf. So aufgebracht habe ich die Prinzessin noch nie gesehen. Was ist nur in den Froschkönig gefahren? Die beiden waren immer ein Herz und eine Seele. Janno und Dr. Flint schauen eingeschüchtert hinter dem Brunnen hervor. Der Blumentopf hat Janno nur knapp am Kopf verfehlt. Schnell verabschieden die beiden Märchenretter sich und versprechen, dass sie die verschwundene Kugel finden werden. In Windeseile schlüpfen die beiden durch die Himbeersträucher. Und steuern über das goldgelbe Kornfeld direkt in Richtung Waldlichtung. Mal hören, was Janno und Dr. Flint nun vorhaben. Auf der kleinen Lichtung kommt ihnen auch schon ein anderer Märchenlandbewohner entgegen.
Wer ist denn das? So eine Gemeinheit! Wie kann der Froschkönig in der armen Prinzessin so etwas antun? Vielleicht ist der Brief gar nicht vom Froschkönig. Hä? Der Name steht doch darunter. Wer soll ihn denn sonst geschrieben haben und warum? Lektion 3. Fälle erst ein Urteil, wenn du alle Fakten kennst. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Hallo, entschuldigt bitte. Könnt ihr vielleicht meiner Großmutter diesen Kuchen bringen? Hallo, ich heiße Jano. Wir sind auf der Suche nach dem Froschkönig. Guten Tag, mein Name ist Professor Dr. Flint. Arzt, Psychologe, Wissenschaftler. Und noch so einiges mehr. Aber wer bist du denn? Seht ihr das denn nicht? Nee. Ich bin's, das Rotkäppchen. Tada! Okay, aber solltest du nicht ein rotes Käppchen auf deinem Kopf tragen? Ja schon, aber das Käppchen wurde mir heute Morgen gestohlen. Oh, das ist ja furchtbar. Da brauchst du ja unsere Hilfe. Ja, das wäre super. Also zwei Zwischenfälle im Märchenland? Aha, sehr interessant. Das würde meine erste These bestätigen. Aber das tapfere Schneiderlein hat mir von der letzten Fash Week diesen abgefahrenen Sommerhut mit aufgestickten E-Gitarren mitgebracht. Er meinte, das wäre der letzte Schrei und würde meine Persönlichkeit super unterstreichen. Aber du hast doch Rotkäppchen. Ja, müsstest du dich jetzt Gitarrenhutmädchen nennen. Oder? Oder Rotkäppchen ohne rotes Käppchen. Ja, ich habe auch schon an einen Künstlernamen gedacht. Vielleicht komme ich da nochmal auf euch zurück. Was sagt denn deine Großmutter dazu? Na, das ist ja das Problem. Sie liebt das rote Käppchen. Sie hat es mir selbst gestrickt. Ohne das Käppchen kann ich sie unmöglich besuchen. Bringt ihr Großmutter jetzt den Kuchen? Das klingt ja wirklich verzwickt. Was für ein Chaos. Kein Wunder, dass sich plötzlich mein Magen umdreht und mein Inhaltsverzeichnis zu glühen beginnt. Gut, dass Jano und Dr. Flint so schnell reagiert haben. Ich hoffe nur, dass sie der Prinzessin und dem Rotkäppchen helfen können. Wir bringen deinen Kuchen zur Großmutter, aber vom Froschkönig und der goldenen Kugel fehlt immer noch jede Spur. Vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Wie jetzt? Denkst du, der Froschkönig hüpft irgendwo mit einem roten Käppchen herum? Ach so, den Froschkönig findet ihr sicher bei den Bremer Stadtmusikanten. Er wollte dort vorsingen. Ich muss auch schnell zum Casting. Das tapfere Schneiderlein meinte, der Hut wäre der Knaller. Für mich als angehende E-Gitarristin, yes. Ein Casting? Natürlich, der Froschkönig und seine Gesangskarriere hat doch die Prinzessin gesagt. Dann bringen wir jetzt schnell den Kuchen zu deiner Großmutter. Und dann kommt ihr zu den Bremer Stadtmusikanten? Direkt dort vorne über die Holzbrücke und dann neben der Scheune rechts. Ich muss los. Wünscht mir viel Erfolg und danke. Und schon huscht Rotkäppchen, das E-Gitarren-Sommerhutmädchen, also das frühere Rotkäppchen, wie auch immer. Sie schnappt sich ihre E-Gitarre und verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist. Unsere Freunde Jano und Dr. Flint sind in der Zwischenzeit im kleinen Vorgarten der Großmutter angekommen. Bereits am Gartentürchen duftet es köstlich nach Hagebuttentee. Sicher wartet die Großmutter schon auf ihren eigentlichen Besuch. Ja, bitte? Hallo, liebe Großmutter, ich bin Jano. Wir bringen dir einen leckeren Kuchen. Ah, ich soll meinen Urlaub buchen. Wo soll ich denn hinfahren? Nein, einen Kuchen von Rotkäppchen. Ach, die Buchen hängen ihre Köpfchen. Das ist aber nett. Ich kann im Garten dringend Hilfe gebrauchen. Oh, hier ist der Gartenschlauch und die Hecke. Fang doch schon mal an. Ich schneide schon mal den leckeren Kuchen. Verdutzt stehen die beiden zunächst mit der Heckenschere im dicht bewachsenen Vorgarten
und starten dann emsig mit der Arbeit. Nachdem die Hecke in Form geschnitten und der Kuchen gegessen ist, machen sich Janne und Dr. Flint etwas verspätet endlich auf den Weg. So nette Hilfe hatte ich seit den drei kleinen Schweinchen nicht mehr. Kommt gerne wieder, dann lernt ihr auch mein liebes Rotkäppchen kennen. Das rockige Rotkäppchen trifft es wohl eher. Wenn sie wüsste. Jetzt müssen wir uns aber wieder ranhalten. Tschüss, liebe Großmutter. War schön, dich kennenzulernen. Das nächste Mal wollt ihr Mirabellen entkernen? Diese Jugend heutzutage ist viel zu brav. Lachend hüpfen Janne und Dr. Flint den Kiesweg entlang, bis sie die alte Holzbrücke überqueren. Von Weitem kommt ihnen schon ein Instrumenten- und Stimmengewirr entgegen. Wild durcheinander bereiten sich die Casting-Teilnehmer auf ihre große Chance vor. Mittendrin ein aufgebrachter Hahn, der hektisch von einer Seite der Scheune zur anderen rennt. Abwechselnd sieht er dabei auf seine Liste und dann wieder auf seine Armbanduhr. Flinty, sieh mal, es müssen die Bremer Stadtmusikanten sein. Guten Tag, ich bin Professor Dr. Flint, Arzt, Psychologe. Um Himmels Willen, ich habe keine Zeit. Wir sind zu spät. Die Katze wird mir den Kopf abreißen. Hallo, ich bin Janu und wir suchen den Froschkönig. Janu and Friends? Habe ich nicht auf meiner Liste. Ach du liebe Zeit. Ich habe schon wieder jemanden übersehen. Als nächstes ist Rotkäppchen an der Reihe. Nummer 1352. Rotkäppchen, bitte. Weg ist er. Ja, Platz da. Kann mir jemand sagen, wo ich diese schwere Bühnendekoration abstellen soll? Wo ist der Hahn, wenn man ihn braucht? Vor 10 Minuten sollten wir unsere Kostüme zum Finale bekommen. Entschuldigung, wir suchen den Froschkönig. Wisst ihr vielleicht, wo wir ihn finden? Der hat gerade eine sensationelle Performance abgeliefert. Wuff! Also, was ich so mitbekommen habe. Die Mettwürstchen sind auch schon wieder alle. Wo ist denn der Hahn? La 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 la, quack, la 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 la, quack, quack. Ich hab's geschafft! Sieh mal, da, Flinty, da ist der Froschkönig, ja. Hallo, Herr Froschkönig. Ich bin Dr. Flint, Arzt. Habt ihr das gesehen? Das war mein bester Auftritt aller Zeiten. Die Prinzessin hatte recht. Juhu! Hallo, ich bin Janu. Das freut uns wirklich sehr für dich. Aber die Prinzessin ist total unglücklich, weil du einfach abgehauen bist. Und dir auch noch die goldene Kugel gestohlen hast. Abgehauen? Die Kugel gestohlen? Niemals. Ich verstehe gar nichts. Hier, Beweisstück Nummer 1. Der Brief an die Prinzessin. Aber die Prinzessin hat mir extra eine Startnummer fürs Casting besorgt und mir diesen Brief geschrieben. Mein geliebter Froschkönig, verwirkliche deinen Traum und sing, was das Zeug hält. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Die Prinzessin deines Herzens. Jetzt ist die Verwirrung komplett. Moment, seht mal, die beiden Briefe sind ja in der gleichen Handschrift geschrieben. Das bedeutet ja... Jemand möchte, dass ihr beiden euch streitet und nichts mehr miteinander zu tun haben wollt. Aber wer tut sowas? Wir sind doch ein Traumpaar. Wir werden alles tun, um das herauszufinden, lieber Froschkönig. Vor dem ganzen Planungsstress ist meine Stimme schon ganz heiser. Mein Fell ist struppig und stumpf. So kann ich unmöglich auf die Bühne gehen. Wo ist meine Maske? Ich habe mir nur 2, 3 kleine Würstchen vom Buffet genommen. Ich schwöre bei der heiligen Mettwurst. Nun schleppe ich diese schweren Molltonnenstoffe zum 7. Mal an eine andere Stelle. So, bitte einmal mitkommen. Ihr beiden seid als nächstes dran. Ohne jede Vorwarnung schnappt sich der Hahn Janu und Dr. Flint. Sollen die beiden etwa auch beim Casting auftreten? Wo schleppt der Hahn sie denn hin?
Die drei gehen hinunter zum Fluss, geradewegs auf ein niedliches Häuschen zu. Die Veranda ist mit roten und weißen Rosen ganz bewachsen. An der Holzpalisade hängt ein verschnörkeltes Schild mit der Aufschrift: Dein Rosenkavalier. Beauty and Make-up. Entdecke deine Rosenseite. Der Hahn lässt die beiden vor dem Häuschen zurück und rennt im Laufschritt mit seinem Klemmbrett zurück zum Casting-Wettbewerb. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihnen nicht. Sie werden bereits erwartet. Herzlich willkommen auf der Schönheitsfarm Rosenkavalier. Ich bin Rosenrot und das ist Schneeweißchen. Wir verwöhnen euch mit der Kraft der Rosenmitte aus unserem Rosengarten. Die Rosenfliege stellen wir komplett selber her. Wir holen das Rosigste aus euch heraus für einen großen Casting-Auftritt. Nehmt doch bitte Platz. Ich bin Dr. Flint und das ist wirklich überaus freundlich. Aber da liegt ein Missverständnis vor. Aber für seine strahlende Rosenseite kann man da nicht genug tun. Also ich weiß nicht so recht. Wir müssen doch noch... Komm schon, Flinty. So eine kleine Pause nach all der Aufregung kann ja nicht schaden. Das ist die richtige Einstellung. Na, das letzte Peeling ist aber auch schon eine Weile her. Das letzte was? Entspann dich einfach, Flinty. Die goldene Kugel können wir auch gleich noch suchen. Ach, die arme Prinzessin. Dann stimmt es also wirklich, dass der Frosch sich damit aus dem Staub gemacht hat? Die Ärmste. Das hätte ich dem Froschkönig gar nicht zugetraut. Naja, er soll ja auch schon mal versucht haben, bei Rapunzel zu landen. Hänsel hat uns beim letzten Badminton erzählt, dass der Froschkönig jetzt als Sänger durchstarten will. Na, da seid ihr bestens informiert. Ja, die Rosenschwangung bringt so einiges ans Tageslicht. Aber das weiß nicht jeder zu schätzen. Und der ein oder andere verplaudert sich schon mal. Aber das bleibt natürlich unter uns. Dann könnt ihr uns ja vielleicht weiterhelfen? Hier, schaut mal. Diese Briefe haben wir gefunden. Erkennt ihr diese Handschrift? Aha, okay. Das ist doch jetzt nicht... Nein, denkst du, was ich denke? Ich glaube, wir wissen, wer hinter diesem ganzen Schlamassel steckt. Wirklich? Sag schon! Nun ja, der garstige Zwerg hat wieder einmal um sich geschlagen. Er hat sich schon lange nicht mehr im Märchenwald blicken lassen. Aber das sieht mir sehr nach einem Zwergenstreich aus. Und er liebt goldene Dinge. Also gut möglich, dass er auch die goldene Kugel gestohlen hat. Dann nichts wie los zum garstigen Zwerg. Moment, hier für euch. Und nicht vergessen, die Rosentinktur morgens und abends ganz dünn auftragen. Hier holt das Rosigste aus euch heraus. Viel Glück! Vorsichtig betreten unsere beiden Detektive Janno und Dr. Flint die dunkle Höhle hinter dem Wasserfall. Kaum haben sie sich die Wassertropfen aus den Augen gewischt, machen sie einen interessanten Fund. Sieh mal, Flinty, da hinten in der Kiste liegt ja die goldene Kugel. Und dort oben an dem moschen Ast hängt das rote Käppchen. Ich würde sagen, die Beweislage ist eindeutig. Wir haben den Dieb gefunden. Hier ist es echt unheimlich. Aber ich bin doch bei dir. Zusammen schaffen wir das schon. Diese Harmonie ist ja nicht zum Aushalten. Huh? Hast du mich erschrocken? Was habt ihr denn hier zu suchen? Hallo, ich bin Janu. Und ich bin Professor Dr. Flint. Wissenschaftler, Arzt, Detektiv und... Und wen interessiert's? Entschuldige bitte, dass wir so hereinplatzen. Aber du hast Gegenstände in deiner Höhle, die dir nicht gehören. Das kann ja jeder behaupten. Beweise. Wow, hier hängt ja sogar eine Übersichtskarte vom Märchenland. Treffpunkte aller Märchenfiguren stehen hier auf kleinen Post-its mit Uhrzeit und Datum markiert. Na und? Ich weiß halt gern, wer es hier so rumtreibt. Ah, und außerdem sind deine Hände voller Tintenflecken, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass du die Briefe an den Froschkönig und seine Prinzessin geschrieben hast. Mensch, Flinty, du bist der beste Detektiv, den ich kenne. Ich habe nur gerade eben meine Steuererklärung gemacht. Und das sollen wir dir glauben? Bisschen viele Zufälle, findest du nicht? Gib's zu, du hast das ganze Chaos hier veranstaltet. Okay, das mit den Briefen war ich, aber... Und du hast die goldene Kugel mitgenommen. Die wollte ich aber wieder zurückbringen. Und was ist mit dem roten Käppchen?
Das auch. Und ich wollte die Großmutter fragen, ob sie mir auch so ein schönes rotes Käppchen stricken kann. Aber warum hast du denn das alles getan? Na, weil alle einen besten Freund haben, nur ich nicht. Schneeweißchen hat Rosenrot, Rotkäppchen hat ihre Großmutter, der Froschkönig hat seine Prinzessin und auch die Bremer Stadtmusikanten sind eine coole Truppe. Und wen hab ich? Niemanden. Alle denken, du lebst hier lieber allein. So ein Blödsinn. Wer ist denn gerne alleine? Aber dann komm doch einfach mit zu den anderen. Sie freuen sich bestimmt, dich zu sehen. Ach ja? Aber keiner will etwas mit mir zu tun haben. Ich habe sogar die Brieffreundschaft mit Rumpelstilzchen vergeigt. Vergeigt? Das ist es. Sag mal, Zwerg, hast du Lust, mit zum Casting bei den Bremer Stadtmusikanten zu kommen? Aber ich kann gar nicht singen und ein Instrument spiele ich auch nicht. Das musst du nicht. Ich habe da eine Idee. Komm mit. Jetzt bin ich aber gespannt, was du vorhast. Und ich erst. Schnell helfen die zwei Freunde unserem Zwerg, die gestohlenen Gegenstände zusammenzupacken. Außerdem schnappt sich Janno noch ein Klemmbrett mit Stiften und hängt den Übersichtsplan von der Wand. Er packt alles in einen Rucksack und winkt Dr. Flint und dem Zwerg, sich zu beeilen. Was hat Janno nur vor? Nur wenige Minuten später steht der Zwerg mit unseren zwei Detektiven bei den Bremer Stadtmusikanten. Plötzlich ist es mucksmäuschenstill. Der Zwerg schluckt. Er kann sich nicht daran erinnern, wann ihn das letzte Mal so viele Augenpaare angestarrt haben. Nach gutem Zureden von Janno und Dr. Flynn betritt der kleine Zwerg unsicher die Bühne und drapiert sich vor das Mikrofon. Hallo, kann man mich hören? Langsam öffnet er seinen Rucksack und ein Raunen geht durch die Menge. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich bin ewig nicht mehr hier gewesen. Hat mich meine Nase doch nicht getäuscht. Wenn dich schon deine Augen im Stich lassen. Ah, da, die goldene Kugel der Prinzessin. Seht ihr? Ich hätte damit nichts zu tun. Ja. Ich wollte mich bei euch entschuldigen. Entschuldigung, Prinzessin, dass ich deine goldene Kugel mitgenommen habe. Und die Briefe habe ich auch geschrieben, damit ihr nicht mehr miteinander redet. Du wolltest mich also gar nicht verlassen, Fröschlein? Niemals, Gnädigste. Ich singe ja nur für dich. Oh, ich liebe deine kleinen Kohleaugen und deine Stimme. Lässt mich dahin schmelzen. Ich bin jetzt schon dein treuster Fan. Und auch bei Rotkäppchen wollte ich mich entschuldigen. Hier hast du dein rotes Käppchen wieder. Ich war eifersüchtig, weil du so eine tolle Großmutter hast, die so ein wunderschönes rotes Käppchen strickt. mein rotes Käppchen? Na hör mal, wegen dir hatte ich eine schreckliche Sinnkrise. Fast wäre ich auf die schiefe Bahn geraten. Oh, wie ich mein rotes Käppchen liebe. Rock'n'Roll. Ach, Rotkäppchen, mein Schatz. Du bist auch so toll. Ich war aber nur neidisch auf eure Freundschaften. Weil ich bin ja ganz alleine und ich hasse alleine sein. Das macht mich so unglaublich wütend. Oh, armer Zwerg, warum hast du nichts gesagt? Du kannst uns immer besuchen kommen. Und was ist mit dem Chaos beim Casting? Damit habe ich wirklich nichts zu tun, ehrlich. Dann können wir unsere Märchenlandtour vergessen. Wir sind geliefert. Das Essen wird endlich geliefert. Wuff, wo? Was für ein Chaos. Ich schaff das nicht mehr. Das musst du auch nicht, lieber Hans. Heißt das, ich habe die ganze Technik umsonst geschleppt? Der Applaus der Fans wird mir am meisten fehlen. Aber das geht doch nicht. Was ist denn mit all den neuen Talenten, die beim Casting mitgemacht haben? Das finde ich aber auch, Flinty. Was haltet ihr davon, wenn der Zwerg eure komplette Tourplanung und das Marketing übernimmt? Was? Kann er das denn? Das haben wir doch noch nie gemacht. Na, ob das gut geht? Oh, das wäre mein Traum.
Was haltet ihr von einer tollen Bühnenshow mit den Casting-Teilnehmern als Spezialgast? Als Highlight eine Mega-Party mit Feuerwerk und schicken Buffet für alle. Oh, lecker! Wuff! Ich kann die gefüllten Mettwürstchen und die Feigen im Speckmantel schon riechen. Wuff! Wir müssen neue Flyer drucken und auf TikTok und Instagram laden wir neue Videos hoch. Das hört sich spitze an. Und ich kann mich endlich wieder auf unsere Musik konzentrieren. Juhu! Die Märchenlandtour ist gerettet! Dann muss ich sofort unseren Fans posten. Wow. Juhu! Vielen Dank! Danke, Jan und Dr. Flint! Ihr seid unsere Retter! Na, wenn das kein Happy End ist. Dr. Flint und Janno haben wirklich eine super Spürnase. Und nicht vergessen, immer schön entspannen in den Ferien und nicht zu viel Eis. Obwohl, vielleicht geht ja doch noch so ein ganz mini kleines Pistazieneis. Nur so ein halbes. Katastrophen im Märchenland Teil 3. Casting im Märchenland. Janu. Sarah Ellertrasch. Dr. Flint. Eva Maren Müller. Froschkönig. Leon Quinn. Prinzessin des Froschkönigs? Johanna Zieger. Garstiger Zwerg? Elina Ungefug. Rotkäppchen? Anna Hilmes. Großmutter? Katerina Giannacopoulou. Schneeweißchen? Nina Nohe. Rosenrot? Theresia Zieger. Bremer Stadtmusikanten? Esel? Lana Schmidt. Hund. Giulietta Racano Orsite. Katze. Leon Franz Fischer. Hahn. Leon Quinn. Märchenbuch. Lukas Mokros. Regie und Sprechtraining. Katerina Giannacopoulou. Ton- und Geräuschdesign. Danik Wulff. Projektleitung Steffi Siebert. Projektassistenz Jesper Harder. Autorin Lisha Hammerschmidt. Steffi Flottmann. Das Projekt wurde finanziert durch Mittel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.